Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Train Simulator 2018 Folge. Ja, nach langem mache ich mal wieder ein Video. Ja, die letzte Zeit hatte ich halt nicht immer viel Zeit, um ein Video zu machen, arbeiten, unterwegs, und es war auch irgendwie zu heiß, um ein Video zu machen, irgendwie nicht so Lust drauf. Aber da ja eine neue Strecke erschienen ist, auf der Seite von RW Austria, nämlich die Verlängerung der Südbahn als Freeware-Strecke von Wien-Meidling nach Wiener Neustadt. Und zwar fahren wir hier einen Quickdrive mit dem City-Shuttle-Wendezug von Wien-Meidling nach Wiener Neustadt mit dem Railjet Taurus der Reihe 1116. Zunächst einmal schauen wir uns hier mal ein bisschen um auf dem Bahnhof von Wien-Meidling, ein großer Knotenpunkt im Wiener S-Bahn-Netz. Hier ist ja auch die Baureihe 4020 noch unterwegs, wird aber so langsam vom CityJet und Talent verdrängt. Ist aber, muss ich sagen, noch ein guter Zug. Warum fehlen mir hier jetzt irgendwelche Sachen? Das weiß ich nicht. Ich habe alles installiert. Keine Ahnung. Vielleicht wurde noch nicht was mitgeliefert. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Es trübt ja nicht den Anschein. Wo wir gerade schauen, geht es zum Wiener Hauptbahnhof, dem ehemaligen Wiener Südbahnhof. Dort ist allerdings noch nicht bebaut. Allerdings kann man von dort aus starten. Allerdings sind dort keine Oberleitungen verlegt. Aber wir starten natürlich in Wien-Meidling, wo hier auch erstmal hier ein großer Friedhof ist. Genau, hier links geht es in Richtung Wien-Ost, also Richtung Verschubbahnhof Wien-Kledering zur Ostbahn in Richtung Hegyeshalom und Budapest. Wien, die Hauptstadt Österreichs. Sachertorte, sagt ja schon alles. Ja, ich denke mir mal, wir starten mal. Wir fahren hier in Quickdrive. Ich denke mal, kommt uns kein Zug entgegen. Das ist allerdings nicht so schlimm. So, einmal starten bitte. Zack. Gestartet. Zack. Angeschaltet. So. Rapid. Jawohl, das ist alles okay. Türsteuerung machen wir ÖPB natürlich, wie sich gehört. Jetzt müssen wir noch erstmal warten, bis das alles hochfährt hier. Können schon mal die Türen aufmachen. Bip, bip. Zack. So, Hauptschalter an. Federspeicher gelöst. Tack, tick, tack, tick, tack. Zu. Ach, wir müssen noch hier umstellen. Zack, genau, richtig. So, hinten ist Spitzenlicht an. Die Türen sind auch zu. Wunderbar, wir können dann losfahren. Erstmal dunkel schalten hier, dann kann ich gar nicht arbeiten. Zack, vorne. Genau, die Zugsammelschiene machen wir auch noch an. Jawohl. Spiegel. Taurus. Herrlich, der Sound. Sieht die Shuttle. Jetzt fahren wir durch den Tunnel, also dieses Unterführungsbauwerk. Ja, es hat sich hier sehr viel getan in der letzten Zeit auf der Südbahn hier. Thank you.
Beeinflussung. Also wir halten jetzt mit unserem Zug jetzt nicht überall, ne? Also da wollen wir jetzt nicht übertreiben. Ja, so sitzen wir ein bisschen höher, das ist besser. Jetzt kann man eigentlich die komplette Südbahn befahren von Wien, Meidling bis nach Maribor. Schon schick. Die Strecke ist als Freeware erhältlich auf RW Austria, Link natürlich in der Videobeschreibung. Man muss allerdings einige Sachen installieren, aber wenn man schon die ein oder andere Österreich-Freeware-Strecke sich heruntergeladen hat, hat man eigentlich das meiste schon. Die Strecke ist mit DB-Trucks ausgestattet. DB-Trucks sieht auch sehr gut aus. Ich bin ja schon eine Runde auf der Strecke gefahren mit einem 4020. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke ist 160. Hier geht's im Rechtsverkehr. Nächster Halt, Liesing. Also Quickdrives gibt es hier sehr viele. Einmal für Eurocity, für Regio, also wie wir jetzt mit City Shuttle oder halt S-Bahn. Ich weiß nicht, was das hier ist. Die Höchstgeschwindigkeit unseres Zuges ist Tempo 140, da ja die Wagen nur bis 140 zugelassen sind.
gewinnen. Taurus. Also in der nächsten Zeit, ja, mal gucken, wann ich mal wieder dann ein Video mache. Also als nächstes wollte ich dann mal die 141 zeigen, hier die grüne, mit dem Karlsruher Zuchter, mit dem orangener Bauchbinde, Karlsruher Kopf. Und vielleicht demnächst auch wieder mal eine niederländische Folge. Gucken. Muss ich halt mal schauen. Was sich so halt ergibt. Ja, ich bin auch mal gespannt, was RSSLO als nächstes für eine Strecke baut. Ich würde mich ja sehr über die Giselabahn freuen, hier von Wörgl hier schön durch das Salzachtal, da nach Schwarzer St. Veit, St. Johann im Pongau, Bischofshofen durch die Salzachschlucht da nach Salzburg. Nächster halt Mödling. Und die 1014 wollt ihr euch nochmal zeigen, allerdings dann erst, wenn das Update von RW Austria kommt. Also die Strecke ist echt schön hier, also ist endlich die komplette Südbahn auf dem heimischen PC befahren, das ist doch schon was Tolles. Auch eine sehr geschichtsträchtige Strecke. Berühmte Semmeringbahn, 1854 eröffnet, zwischen Glocknitz und Mürzzuschlag. Eine der ersten Gebirgsbahnen der Welt. Die Strecke Wiener Neustadt, Glocknitz und Mürzzuschlag, Brok an der Mur, waren ja schon als erstes eröffnet worden. Und da klaffte eine große Lücke zwischen Glocknitz und Mürzzuschlag. Da musste man über den Berg laufen, Pferde und alles. Spiegel zu. Also für die Strecke als einzigste Paver braucht man hier diese Südbahnroute von Wiener Neustadt nach Brok an der Mur. Nicht die Brok an der Mur Maribor, man braucht schon die. Ja, letztens ist bei meinem PC die Festplatte gecrashed, also da, wo der TS drauf war. Gott sei Dank hat der Philipp natürlich ein Backup gemacht. Hab mir direkt auch gleich eine neue bestellt, noch eine bessere, also die von SanDisk, die 3D. 1 Terabyte, weil mein TS ist ja schon fast 450 GB groß. Deshalb, ja, was will man da halt machen, ne?
Auch die Vegetation ist echt hier schön mit diesen tschechischen Vegetationen hier. Sieht auch viel schöner aus als diese Scheiße, würde ich mal sagen. Ja, wie gesagt, bezüglich OMSI, da sage ich jetzt auch ganz, da kommt bis auf Weiteres nichts mehr, weil OMSI zieht mich einfach nicht mehr so. Das macht mir auch irgendwie keinen Spaß mehr. Ich bin mehr im TS jetzt unterwegs. Macht mir auch mehr Spaß, muss ich mal sagen. Humpoltskirchen, Durchfahrt. Unser Zug durchfährt jetzt den Gumpoldskirchener Tunnel. Er unterquert die Badener Weinberge. Er ist der einzige auf unserem Weg. Taurus fahre ich am liebsten. Eine schöne Lok. Von Siemens. Ich kann ja alles noch einstellen. Kennt ihr ja alles schon hier. In Pfaffstätten halten wir nicht. Hier hält nur die S-Bahn. Wenn man hier den Halt anfahren möchte, muss man ab Wien-Meidling S-Bahn als Startpunkt nehmen. Es gibt auch schon einige Aufgaben für die Strecke, also wer möchte, dass ich das nächste Mal mit einem 4020 hier fahren soll, der kann das gerne in die Kommentare reinschreiben, dann merke ich mir das vor. Unser nächster Halt Baden. Am Bahnhofsvorplatz beginnt die Badener Bahn, eine Stadtbahnstrecke in Richtung Wien. Ach ja, und nächste Woche Donnerstag kommt da das neue TS World Add-on raus, hier Ruhrsieg Nord. Die habe ich mir schon vorbestellt, werde ich dann auch euch zeigen. Ein Kritikpunkt habe ich schon, warum bringt DTG einen Doppelstockzug mit? Die Strecke ist sowieso nicht zugelassen für Doppelstockwagen, weil die Tunnel sind einfach zu klein. Das ist eine Sache, die ich auch nicht verstehe. Spiegel. Weiter geht's. Hat die Spiegel. Weiter geht's. Auf den Tisch. Gleich fliegen die Buchfahrplanblätter runter. Fam, 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 fam. Ich bin auch froh, dass es ab nächste Woche, also ab Mitte dieser Woche kühler wird. Das ist ekelhaft. Momentan habe ich Urlaub.
Eine Woche, es reicht. Chillig. Bad Vöslau. Bad Vöslau, unser nächster Halt. Ja, diese Geschwindigkeitswechsel, weiß nicht, was das hier soll. Das ist, glaube ich, noch ein Fehler. Dunkel machen. Tür zu. Spiegel zu. Quack, quack. Miep, miep. Lauf den Tisch. Spagatschmierung. Zugbeeinflussung.
Leobersdorf. Unser nächster Halt. Auch ein kleiner Bahnknotenpunkt. Weiter geht's. Rechts abzweigend die nicht elektrifizierte Hainfelder Bahn in Richtung St. Pölten. Nächster Halt Felixdorf. Links die nicht elektrifizierte Aspangbahn aus Richtung Kledering. Die S-Bahn-Bahn. Zugbeeinflussung.
Felixdorf. Rechts der Bahnsteig für die Züge in Richtung Kledering. Fettemann 5047. Stumpen. Stumpfgleis. Nächster Halt, Wiener Neustadt. Durchfahrt, Theresienfeld. In der Neustadt Nord.
Wir erreichen Wiener Neustadt, das Ende dieses Let's Plays und der Strecke. Links die Pottendorfer Linie aus Wien-Meidling, Ebenfurt. Wiener Neustadt, auch ein großer Knotenpunkt. Hier trifft sich die Pottendorfer Linie mit unserer Südbahn zusammen, sowie die Strecke der Schneebergbahn in Richtung Buchberg am Schneeberg und weiter mit der Zahnradbahn zum Berghaus Hochschneeberg, dem Ausflugsziel der Wiener, oder die Abzweigung der Ödenburger und Günserbahn in Richtung Schopron, sowie der Aspangbahn-Wechselbahn in Richtung Graz über den Wechsel. Wer weiterreisen möchte, ist mit dem RSSL Odeon Südbahn Wiener Neustadt Burg an der Mur ganz gut bedient. Endstation. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar darunter, wie ihr die Strecke so findet und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge Train Simulator 2018. Macht es gut, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, tschüss. Übrigens, die Strecke findet ihr unten in der Videobeschreibung, den Link zur RW Austria. Bis zum nächsten Mal, tschüss.